Jetzt ist die Bewertung da schon ein bisschen besser. Wie sieht's hier aus? Die ist auch schlecht. Ja, wisst ihr was? Wir werden jetzt mal die ganzen alten Dampfzüge hier durch was Schnelleres ersetzen. Achso, das ist alles elektrisch hier. Da musst du auch noch gucken, dass das passt. Wobei hier mit elektrischen, da können wir auch mal schneller fahren. Wir machen es erstmal so hier. Hat die Mine geschlossen. Na komm, dann ins Depot. Der wird gerade beladen. Da ist nichts. Warum ist er jetzt nicht hier ins Depot gefahren? Erstmal wieder einen Stau, aber zu blöd waren die, oder ich, die Signale richtig zu setzen. Der kann doch bestimmt ja vorrücken, hä? Hallo, überfahr das Signal bitte. Du hast einen Fahrbefehl bekommen. Also ich glaube, auch hier muss dann mal was kommen. Für die Mehrspurigkeit an solchen Engstellen. Ja, toll, weil im Depot hat sich gerade noch umgerüstet. Das ist natürlich auch humorvoll gedacht hier. Ich habe da mal zum Thema Silvester eine Frage in die Runde. An meine Zuschauer. Achso, jetzt will der dort erstmal fahren. Es gibt doch sogenannte Polenböller, weiß nicht, ob ihr das kennt, die in Deutschland illegal sind, die erst so hellen Lichtstrahl geben und dann laut, übelst laut knallen. Unfallgefahr. Und da ist meine Frage, ob das jetzt nur uns ist, hier in Ostdeutschland, ob es ja auch im Westen gibt. Warum ist denn eigentlich hier? Nee, warte mal, das ergibt keinen Sinn. Der muss ja links fahren. Och, ist das ein Chaos hier. Also Polenböller, Frage, gibt es das auch mit die Zuschauer, die im Westen von Deutschland zuschauen? Ob es die dort auch gibt, weil ich finde die Dinger extrem nervig, weil die sind immer so laut. Da ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ne? Also man liest ja immer, die Polizei hätte XYZ. Sichergestellt, aber irgendwie kann das ja nicht stimmen, wenn man immer sieht, was hier so weggeknallt wird in Polenböllen. Also da war es eigentlich fast schon egal, wo man war. Selbst in den etwas ruhigeren Außenbezirken hier
wurden Polenböller gezündet. Ich muss erstmal irgendwie das Chaos hier beherrschen. Oh, er wird wieder hier wahrscheinlich auf dem Boden liegen bei dem, was ich hier mache. Das ist eigentlich schon verwunderlich, dass es hier noch keine Unfälle gab. Ist natürlich auch spannend, jetzt hier an der Küste entlang zu bauen. Hier werde ich mal ein bisschen was planieren. Geld haben wir ja mittlerweile. Staunen sich die Züge ja schon wieder. Eieiei. Machen wir das mal anders. Du fährst bitte zurück. Fahr doch einfach. Oh. Fährt der jetzt da drauf? Jetzt muss ich mal drauf achten, welches Gleis der befährt. Nicht, dass es crasht hier. Okay, er fährt geradeaus. Also ich frage mich, was ich eigentlich in den. Jetzt fährt der Zug, der soll doch noch gar nicht fahren. Oh. Komm zurück. Jetzt kann der vielleicht erstmal fahren. Also ich frage mich eigentlich, was da in diesen Köpfen von diesen Leuten vorgeht, die diese Polenböller ständig zünden. Also die sind in meinen Augen eigentlich nicht mehr ganz klar im Kopf. Das sind irgendwelche Idioten da, wenn ich das mal so offen sagen darf. Kein Verständnis. Da müsste eigentlich richtig hart vorgegangen werden gegen solche Idioten. So, jetzt kann der ja erstmal fahren. Ja, das kommt davon, wenn man die Signalisierung hier. Wo kommt der jetzt her? Ach, dann muss er nicht zurückfahren jetzt. So, wo haben wir jetzt gebaut? Oh. Hier. So, der kann jetzt eigentlich fahren. Ach, der will dort abbiegen, dann sag das doch. So, das lassen wir, damit er hier rüberfahren kann. Dann müssen wir aber hier das Signal hinstellen. So, und hinten ist dann wieder Stau. Das können wir auch beheben, indem wir dann halt zweigleisig auf die Kohlebahn führen. Das sollte ja auch gehen irgendwie. Ach so doch nicht. So, jetzt muss aber der Zug von hier auch umgeleitet werden. Der muss irgendwie hier rüberkommen. Oh, das wird knapp. Ah ne, das passt. Da war jetzt nicht wirklich eine Unfallgefahr. Also ihr seht, hier sind sie schon wieder am Umbauen. So, achso, da muss halt das, und dann kann man nämlich, der kann dann von hier da lang.
Und da lang, das ist in Ordnung. So. Jetzt haben wir hier hoffentlich... Oh, achso, der muss jetzt warten, bis der hinten durchkommt. Also ihr seht schon, hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen... schon so viel Verkehr auf der Strecke, dass sich's schon staut hier, ein bisschen an manchen Stellen. Aber wie gesagt, der Kaiser hat noch keine Gelder für einen Totalausbau gegeben. Hier ist auch noch eine schlechte Bewertung, aber haben wir da nicht schon? Da fahren schon zwei Züge. Shimano Wald schließt. Da sind schon drei Züge unterwegs. Na gut, wir bauen mal weiter aus hier, aber die Züge warten dort immer noch, weil das ist ja blöd, die stauen sich jetzt hier und kommen dann da nicht wirklich weiter. Ich glaube, das wird nochmal hier ein Chaos geben. Also wenn ich gleich zweigleisig ausbauen sollen. Aber gut, jetzt ist das halt so. So, wir können da jetzt erstmal weiterfahren. Schnell ein Signal hinstellen. Shinkansen haben wir jetzt, aber hat sich verirrt. Nee, hast du dich nicht. Also ihr seht schon, der Plan, das erstmal hier über mit Ausweichstellen zu regeln, zu Beginn, der geht nicht auf. Hier herrscht schon ein bisschen das Chaos auf der Strecke. Wenn ich dann denke, dass wir hier alles rum zweigleisig nochmal bauen können müssen. Ich würde jetzt vielleicht erstmal den Abschnitt hier unten bis zu der Brücke ausbauen. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, Minus. Na gut, neue Fahrzeuge gekriegt. Achso, hier muss ich ja wieder bauen, dass der da drüber kommt. So, da kann ich jetzt erstmal da weiterfahren. Das fliegt weg.